Hand aufs Herz. Wann wurden Sie das letzte Mal so richtig verführt? Lehnen Sie sich ruhig zurück. An dieser Stelle übernehmen wir und wickeln Sie nach allen Regeln der Kunst um den Finger. Immerhin haben wir einiges von den größten Verführern der Geschichte gelernt und ranken jetzt die glorreichsten 10. Starten wir mit einer Verführerin, der wir nur allzu gern erliegen. Die sündig süße Schokolade. Ob in flüssiger Form oder als Tafel, Schokolade hat bei vielen Menschen einen festen Platz im Herzen und ist für Jung und Alt die kleine Verführung für zwischendurch. In Deutschland sogar ganz besonders. Dort werden pro Kopf fast 9 Kilogramm jährlich genüsslich verschlungen. In Europa lassen sich nur die Schweizer öfter verführen. Aber was macht Schokolade so verführerisch? Und schadet sie der Gesundheit nur oder hat sie auch einen positiven Effekt? Darüber wird viel diskutiert. Schließlich ist Schokolade selten fettarm und bei übermäßigem Verzehr geht die kleine Verführerin schnell auf die Hüften. Vom Zucker ganz zu schweigen. Der aktiviert das Belohnungssystem im Gehirn. Das hebt zwar die Laune, fördert aber auch Krankheiten wie Diabetes. Ähnlich verführerisch wie Zucker? Theobromin. Enthalten vor allem in den Bohnen und Nüssen der Kakao- und Cola-Bäume. Ein ursprünglich griechischer Begriff, der so viel wie Gottesspeise bedeutet. Aber nicht nur Göttern schmeckt dieser Stoff. Auch unser Gehirn lässt sich ganz einfach von Theobromin verführen. Denn der Stoff hilft nicht nur bei der Entspannung bestimmter Muskelgruppen, sondern ist auch stimmungsaufhellend. Aber aufgepasst, was den Menschen munter macht, ist für Tiere giftig. Schon kleinste Mengen Schokolade können daher für Hund und Katze tödlich sein. Und bevor Sie jetzt zur nächsten Tafel Schokolade greifen, auch für Frauchen und Herrchen kann eine Überdosis Theobromin Nebenwirkungen haben. Augenflimmern und Kopfschmerzen zum Beispiel. Dafür müssten Sie allerdings mehrere Kilo Schokolade in kürzester Zeit verschlingen oder regelmäßig 100 Gramm Kakaopulver zu sich nehmen. Also bevor hier jemand umfällt, lassen wir Schokolade doch lieber nur eine kleine Verführerin für zwischendurch sein. Es ist doch auch viel schöner, wenn man sich immer wieder an ihrem Genuss erfreuen kann und sie nicht irgendwann alltäglich wird. Jetzt sind wir im Italien des 15. Jahrhunderts. Eine Zeit, in der an fast jeder Ecke Verführungen lauern. Und dagegen will ein Dominikanermönch vorgehen. Girolamo Savonarola. . 1482 zieht es den Mönch nach Florenz. In seinen Augen ist die Stadt vor allem eins: lasterhaft. Ihre Bewohner lieben es ausschweifend, in der Kunst und bei rauschenden Festen. Besonders der Karneval ist dem sittenstrengen Kirchenmann ein Dorn im Auge. Savonarola prangert die irdischen Sünden und den verschwenderischen Lebensstil der Florentiner an und prophezeit Gottes Strafgericht. Sein Credo: eine strenge Auslegung der Bibel und ein Leben in Armut. Für die lebensfrohen Toskaner klingt das natürlich nicht gerade verführerisch. Aus Angst vor dem nahenden Gottesgericht finden sich unter den frommen Christen der Stadt immer mehr Anhänger. Sie fürchten um ihr Seelenheil und wollen so leben, wie Savonarola es predigt. Vermutlich auch wegen dessen düsteren Prophezeiungen. Hat er 1492 doch den Tod des mächtigsten Florentiners Lorenzo de' Medici ziemlich genau vorhersagen können? Als der Mönch noch im selben Jahr den Tod von Papst Innozenz dem VIII. Prophezeit,
schwören die Menschen scharenweise der weltlichen Verführung ab. Währenddessen wird in Rom ein neuer Papst gewählt. Alexander der VI. Mit bürgerlichem Namen Rodrigo Borgia. Savonarolas oberster Chef strebt zusammen mit seiner Familie, zu der er sich offen bekennt, auch nach weltlichem Ruhm. Die Borgias genießen ihre neue Macht. Papst Alexander steht für Vetternwirtschaft, Dekadenz und Sittenverfall. Frömmigkeit? Fehlanzeige. Zu viel für den radikalen Bußprediger. Unbeirrt stellt er sich dieser Unmoral entgegen. Als der französische König Karl VIII. In Italien einmarschiert, verkauft Savonarola ihn als Schwert Gottes, das gekommen ist, um die Sündigen zu bestrafen. Der Mönch nimmt Kontakt zu Karl VIII. Auf und überzeugt ihn von seinem christlichen Verständnis. Verführt von den Worten des Mönches, schwört Karl Florenz zu verschonen und weiterzuziehen. In den Augen der Florentiner hat Savonarola die Stadt gerettet. Er steigt zum mächtigsten Mann der Stadt auf. Das süße Leben ist ab jetzt verboten. Um die Florentiner von weltlichen Verführungen zu befreien, lässt Savonarola Schmuck, Geld und Kunstwerke eintreiben. Dazu benutzt er eine Kinderarmee, die Fanciulli. Alles, was nach Savonarolas Maßstäben schön und nutzlos ist, landet auf dem Scheiterhaufen. Die verführerischen Luxusgüter verbrennen im sogenannten Feuer der Eitelkeiten. Mit dieser Aktion geht er zu weit. Er verliert die Unterstützung der Florentiner Bevölkerung. Der Papst nutzt die Gunst der Stunde. Nachdem ein Mordanschlag scheitert, wird Savonarola exkommuniziert. Ab jetzt wendet sich das Blatt. Der Mönch darf nicht mehr predigen und verliert an Einfluss. Das Ende von Savonarola ist eingeläutet. Die Geißel der Verführung scheitert an ihrem Hochmut. Schließlich wird er gefangen genommen, gefoltert und verbrannt. Übrig bleibt die Asche, die im Fluss Arno entsorgt wird. Halt, stopp, nicht abschalten. Das verbieten wir Ihnen. Das tun wir natürlich nicht, aber einige haben sich jetzt bestimmt herausgefordert gefühlt. Sie wollen sich nichts verbieten lassen und hätten aus Trotz am liebsten auf den Ausknopf gedrückt. Stimmt's? Wir können Ihnen da keinen Vorwurf machen. Menschen sind von Natur aus neugierig. Wir wollen alles ausprobieren und werden von unserer Neugier oft so sehr verführt, dass wir auch Verbote brechen. In der Kindheit lernen wir von unseren Eltern, was wir dürfen und was nicht. Was zu gefährlich, ungesund oder aufregend ist, wird verboten. Hand aufs Herz. Die meisten von uns haben die elterlichen Verbote nicht nur einmal gebrochen. Schon in jungen Jahren reizt uns der Kick, ein Verbot zu brechen und unseren eigenen Willen durchzusetzen. Dahinter steckt natürlich auch ein Erkenntnisgewinn. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Verbot breche? Lohnt sich das Wagnis, eine Strafe zu riskieren? Also was macht das Brechen von Verboten so verführerisch? Psychologisch gesehen entsteht der Reiz, ein Verbot zu brechen, erst durch das Verbot selbst. Wir reagieren damit Reaktanz. Denn dieses Verbot schränkt uns plötzlich ein. Nimmt uns eine Handlungsmöglichkeit, die wir eigentlich ganz einfach vollziehen könnten. Das ist das Verführerische. Wir könnten, aber wir dürfen nicht. Dabei sind einige Verbote sehr sinnvoll, denn sie regeln unser Zusammenleben. Der Straßenverkehr wäre ohne Verbote wahrscheinlich ein komplettes Chaos.
Denn auch mit viel Fahrerfahrung schätzen wir Abstände falsch ein oder sind vom Rausch der Geschwindigkeit so sehr verführt, dass wir zu stark aufs Gaspedal treten und durch unser egoistisches Handeln andere gefährden. Anders sieht das beim zivilen Ungehorsam aus. Da stellt sich gar nicht die Frage, ob man ein Verbot überhaupt brechen darf. Es besteht vielmehr die Pflicht, es zu tun. Sei es im Kampf für mehr Gleichberechtigung oder zum Schutz von Natur und Klima. Eins der berühmtesten Beispiele für zivilen Ungehorsam ist der Salzmarsch von Gandhi. 1930 ist es im britisch besetzten Indien den Indern verboten, Salz zu handeln. Mit einer 387 Kilometer langen Wanderung macht Gandhi medienwirksam auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam. Er bestärkt seine Mitbürger darin, das Verbot der Briten friedlich zu brechen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Verbote, die förmlich danach schreien, gebrochen zu werden. In Frankreich ist es beispielsweise verboten, ein Schwein Napoleon zu nennen. Und in einigen US-Bundesstaaten darf man nach Sonnenuntergang nicht mehr rückwärts gehen. Ob Sie das Risiko eingehen und diese Verbote brechen wollen, ist Ihnen überlassen. Aber wir verstehen, dass die Verführung groß ist. Platz 7 ist ein mahnendes Negativbeispiel dafür, wie sehr Verführer ihre Macht missbrauchen können. Die Rede ist von Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus. Zahllose wissenschaftliche Untersuchungen versuchen zu klären, inwieweit das deutsche Volk von Hitler und der NSDAP verführt wurde. Gibt es eine Kollektivschuld und ein Tätervolk? Oder sind alle Mitläufer gewesen? Die Wahrheit liegt wahrscheinlich zwischen den Extremen. 1920 ist die NSDAP noch eine kleine Splittergruppe in der Weimarer Republik. Aber ihr Aufstieg geht stetig voran. Die Demokratie ist in Deutschland noch sehr jung. Seit Ende des Ersten Weltkriegs ist die neue Republik außenpolitisch isoliert. Innenpolitisch haben die Demokraten mit einer Wirtschaftskrise zu kämpfen. Konservative und rechte Kräfte kritisieren die Regierung für ihre vermeintlichen Fehler. Sie glorifizieren die Kaiserzeit und wünschen sich die alten Zustände zurück. Diese Stimmung macht sich die NSDAP zunutze und handelt. Im November 1923 ruft Hitler im Münchner Hofbräukeller zum Putsch auf. Mit seinen Parteifreunden will er erst München sichern und dann die Regierung in Berlin stürzen. Im Saal herrscht Verwirrung. Viele Gäste des Hofbräukellers wissen nicht mal, wer Hitler ist und was er will. Mit allen Mitteln verschafft er sich Gehör und präsentiert im richtigen Moment einen beliebten Verbündeten. Er holt General von Ludendorff auf die Bühne. Ludendorff ist während des Ersten Weltkriegs eine der führenden Figuren der Heeresleitung. Als Kriegsheld genießt er besonders unter Konservativen hohes Ansehen. Ludendorff stärkt vor allen Augen Hitler den Rücken und schon am nächsten Tag marschieren sie mit Gleichgesinnten durch die Stadt. Bis ihnen von der Münchner Polizei der Weg versperrt wird. Die angespannte Situation eskaliert. Beide Seiten sind bewaffnet und es ist alles wieder vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Hitler wird verhaftet und nutzt den Gefängnisaufenthalt, um seine Rückkehr vorzubereiten. Am 25. Oktober 1929 bricht die New Yorker Börse zusammen. Der Schwarze Freitag stürzt auch Deutschland in eine noch nie dagewesene Krise. Das ist der Moment für die NSDAP. Sie versprechen Deutschland great again zu machen. Das kommt an. Die Nationalsozialisten gewinnen immer mehr Anhänger.
Doch Hitler ist das nicht genug. Er will Deutschland noch stärker verführen. 1933 wird er zum Reichskanzler gewählt. Das Volk lässt sich manipulieren. Der Personenkult um Adolf Hitler reißt damals viele Menschen mit und verführt sie zum Nationalsozialismus. Der Reichskanzler begeistert seine Anhänger. Hitler, der Soldat aus dem Ersten Weltkrieg, ist Identifikationsfigur für die Soldaten der Wehrmacht. Vaterfigur und Kinderfreund. Und er hat ein Herz für Tiere. Das Volk steht hinter Hitler. Mit seiner emotionsgeladenen Sprache heizt er auf Veranstaltungen und Parteitagen die Stimmung an. Aber die Propagandamaschine der Nazis hebt Hitler nicht nur in den Himmel, sondern verteufelt auch angebliche Feinde des Reiches. Propagandaminister Joseph Goebbels setzt Verführung auf allen Ebenen geschickt ein und treibt die ideologische Gleichschaltung des Volkes voran. Im Radio, im Fernsehen oder im Alltag auf der Straße sind Feindbilder allgegenwärtig. Die Nation soll auf den nächsten großen Krieg eingeschworen werden. Hitler und sein Regime stürzen die Welt ins Chaos und haben dadurch schätzungsweise 80 Millionen Menschenleben auf dem Gewissen. Zu viele Deutsche lassen sich von Hitlers Propaganda verführen. Verführer dürfen natürlich auch in Mythen und Legenden nicht fehlen. In Homers Odyssee wimmelt es nur so von ihnen. Allesamt versuchen sie, den tapferen König Odysseus davon abzuhalten, den sicheren Hafen seiner Heimat zu erreichen. Zu den berühmtesten Verführerinnen gehören die Sirenen. In der griechischen Mythologie sind sie bekannt als Mischwesen aus Vogel und Frau oder Fisch und Frau. Ihr Markenzeichen? Ein betörender Gesang, der vorbeifahrende Seefahrer verführt, ins Wasser und somit in den sicheren Tod zu springen. Odysseus weiß um diese Gefahr. Trotzdem will er den Gesang der Sirenen unbedingt hören. Er lässt sich von seiner Mannschaft an den Mast des Schiffes binden. Seine Männer sollen sich die Ohren mit Wachs verschließen. Und egal, was er versucht oder sagt, sie dürfen der Verführung, seine Fesseln zu lösen, nicht nachgeben. Was folgt, ist eine Tortur für Odysseus. Der Gesang der Sirenen ist so verführerisch, dass er sich losreißen und zu ihnen ins Wasser springen will. Doch er kann sich nicht befreien. Aber es gibt noch weitere Verführerinnen im Wasser. Nixen zum Beispiel. Die Wassergeister stammen aus germanischen Sagen und werden auch als Meerjungfrauen bezeichnet. Wer jetzt Ariel im Kopf hat, liegt gar nicht so falsch. Doch Vorsicht. In manchen Sagen retten sie ertrinkende Seefahrer oder warnen vor Stürmen. In anderen Geschichten sind Nixen für das komplette Gegenteil verantwortlich. Mit ihren weiblichen Reizen locken sie Seemänner an und ziehen sie in die Tiefe. Manchmal machen Nixen auch vor Kindern nicht Halt, wenn die unbedarft in gefährlichen Gewässern spielen. Ganz schön gruselig. Natürlich werden auch Frauen Opfer von Verführern. Der sogenannte Inkubus, ein lüsterner Dämon, soll besonders im 15. und 16. Jahrhundert in Schlafzimmern junger Frauen sein Unwesen getrieben haben. Angeblichen Hexen beschert ein Stelldichein mit dem Inkubus magische Kräfte.
Also hüten Sie sich vor einem Verführer, der wie ein Mann aussieht, aber einen Pferdefuß hat. Natürlich gibt es für all diese mythischen Verführer eine sehr irdische Erklärung. Die Stimmen der Sirenen sind als Winde in Felsformationen oder Vögel in Ufernähe zu deuten. Das Ertrinken eines Kindes lässt sich wohl eher mit gefährlichen Strömungen erklären. Der Inkubus ist vermutlich nichts als ein gemeiner Vorwand, um angebliche Hexen zu verurteilen. Mythische Wesen sind trotz ihres gefährlichen Charakters auf jeden Fall eins. Verführer, die einen Platz in unserem Ranking verdient haben. Am 26. Juni 1284 verschwinden in Hameln 130 Kinder. So steht es in der Stadtchronik. Der Rattenfänger hat sie verführt, besagt eine Legende. 1816 halten die Gebrüder Grimm die Geschichte in ihrer Sagensammlung fest. Im 13. Jahrhundert hat Hameln, wie viele mittelalterliche Städte, mit einer Rattenplage zu kämpfen. Weiter heißt es in der Sage, dass sich in dieser Zeit in Hameln ein wunderlicher Mann blicken lässt. Der auffallend bunt gekleidete Fremde gibt sich als Rattenfänger aus und verspricht, die Stadt von der Plage zu befreien. Vorausgesetzt, die Bezahlung stimmt. Die Bürger Hamelns nehmen den Deal an und der Rattenfänger legt los. Er holt eine Flöte hervor und spielt eine verführerische Melodie. Geradezu hypnotisiert kriecht jede Ratte und jede Maus aus ihrem Versteck. Ziemlich unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Musik Ratten erwiesenermaßen völlig kalt lässt. Der Rattenfänger jedenfalls erfüllt seinen Teil der Abmachung und die Stadt ist rattenfrei. Doch die Bürger Hamelns denken nicht daran, den vereinbarten Lohn zu zahlen. Eine folgenschwere Entscheidung. Der Rattenfänger sinnt auf Rache. Wieder flötet er so verführerisch er kann. Doch dieses Mal lockt er die Kinder und Jugendlichen der Stadt an. Laut Die Hamelner trauern. Der Verlust der Kinder ist nicht nur ein persönlicher Verlust der Eltern, sondern auch eine Tragödie für die Zukunft der Stadt. Die Legende fällt in die Zeit der hochmittelalterlichen Ostsiedlung. Adlige wollen im östlichen Teil des Heiligen Römischen Reiches neue Siedlungen gründen. Boten, die von Stadt zu Stadt ziehen, sind wahrscheinlich die wahren Verführer, auf die im Märchen vom Rattenfänger angespielt wird. Mit verführerischen Versprechen versuchen sie unter der jungen Bevölkerung, neue Siedler anzuwerben. Eigenes Land, geringe Steuern und die einmalige Chance im Leben, eine neue Siedlung zu gründen. Im oft entbehrungsreichen Mittelalter klingt das für die Jugend natürlich absolut verführerisch. In Hameln könnte genau das passiert sein. 130 junge Menschen verlassen die Stadt. Für die ältere Bevölkerung Hamelns bedeutet das den Verlust ihrer Altersvorsorge. Und die Moral von der Geschichte sind gleich zwei. Ist das Angebot noch so verführerisch, geht nicht mit fremden Leuten mit. Und Deal ist Deal. In den politischen Debatten der Gegenwart gehört das Wort Populismus zu den meistbenutzten Begriffen.
Populismus ist ein Dauergast in der Geschichte. In verschiedenen Epochen, Ländern und Herrschaftsformen. Der Duden definiert Populismus als von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen. Das Wort Populismus stammt vom lateinischen Begriff populus. Das bedeutet Volk. Populisten sprechen also vermeintlich für das Volk. Und was ist eine populistische Politik? Im 5. Jahrhundert vor Christus kommen die Griechen auf die Idee, das Volk an die Spitze des Staates zu stellen. Allerdings dürfen zu Beginn nur Männer bei der neuen Volksherrschaft mitmachen. Sehr schnell wird klar, es müssen Regeln her, um Struktur in die politische Debatte zu bringen. Zu diesem Zweck werden Volksvertreter eingesetzt. Sie sammeln die einzelnen Meinungen und tragen diese im großen Plenum vor. Sie sind sozusagen die Stimmen des Volkes. Diese Volksvertreter werden im alten Griechenland Demagogen genannt. Zunächst ein positiver Begriff. Bis Demagogen beginnen, auch ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Je nach rhetorischer Begabung können sie das Volk geschickt verführen und so manipulieren, dass eine Entscheidung der Gemeinschaft nicht selten vorteilhaft für den Volksvertreter ausfällt. Und heute verstehen wir unter dem Begriff Demagoge so etwas wie einen Volksaufhetzer. Als Vorreiter des neuzeitlichen Populismus gelten die USA. Dort gibt es seit dem 19. Jahrhundert eine populistische Tradition. Ihr Anspruch damals wie heute, keine Politik abgehobener Eliten, sondern für die normalen Leute. Mit ihren betont volksnahen Aussagen, die angeblich mehrheitlich den Willen der Bevölkerung widerspiegeln, werben sie für sich und ihre Agenda. Das Problem? Populistische Aussagen klingen für einige Menschen zwar verführerisch, aber letztlich wird für ein Problem nur eine Lösung angeboten. Und leider meist eine sehr extreme. Allerdings grenzen sie damit einen Großteil der Bevölkerung aus. So volksnah können Populisten also nicht sein. Leider bekommen sie trotzdem immer mehr Zulauf. Getreu dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, betreiben sie Wahlkampf mit Feindbildern. Wie begründet diese Feindbilder sind, ist für die desillusionierte Anhängerschaft häufig zweitrangig. Sind Populisten, egal welcher politischen Richtung, also Rattenfänger und Volksverführer? Die Vermutung liegt nahe. Allerdings könnten die Tricks der Populisten durch politische Bildung ziemlich leicht entlarvt werden. Am Anfang der Schöpfung ist es laut Bibel friedlich und idyllisch auf der Welt. Gott hat für alles gesorgt und ein wahres Paradies geschaffen. Seine Geschöpfe können Tag ein, Tag aus das Leben genießen. Auch Adam und Eva lassen es sich gut gehen. Als Abbild Gottes sind sie die Krone der Schöpfung. In Liebe vereint leben die beiden sorgenfrei im Paradies. Rund um die Uhr steht ihnen alles zur Verfügung, was der Garten Eden zu bieten hat. Trauer oder Hunger, alle negativen Gefühle sind ihnen absolut fremd. Selbst der Tod kann ihnen nichts anhaben. Nur sie kann Adam und Eva gefährlich werden. Eine Schlange. Aber wer oder was soll diese Schlange eigentlich sein?
Glaubt man der Bibel, dann ist sie mit dem Teufel gleichzusetzen. Laut Altem Testament ist der Teufel ein gefallener Engel. Luzifer, was so viel wie Lichtbringer bedeutet, ist einer unter vielen Engeln im Reich Gottes. Doch irgendwann lehnt sich Luzifer auf und will über Gott stehen. Das lässt der Allmächtige aber nicht mit sich machen und verbannt Luzifer aus dem Himmel auf die Erde. Dort angekommen, will er sich im Körper einer Schlange an Gott rächen und dessen Krone der Schöpfung verführen, vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Gott hat nämlich eine einzige Regel für seine Wellness-Oase aufgestellt. Niemals, unter wirklich keinen Umständen, dürfen Adam und Eva eine Frucht des Baums der Erkenntnis essen. Mit viel Charme und Feingefühl macht die Schlange Adam und Eva die Frucht des Baumes schmackhaft. Es ist einfach zu verführerisch. Was könnte diese Erkenntnis bloß sein? Kaum haben Adam und Eva von der Frucht genascht, werden sie vom tobenden Gott aus dem Paradies geworfen. Und im gleichen Augenblick gewinnen sie eine schmerzhafte Erkenntnis. Das Leben ist nicht mehr so leicht wie bisher. Sie empfinden zum ersten Mal Trauer und müssen sich selbst um ihr Essen kümmern, wenn sie hungrig sind. Schließlich werden Adam und Eva und mit ihnen die gesamte Menschheit mit der Sterblichkeit bestraft. Was folgt, ist bekannt. Der lange Leidensweg der Menschen auf der Suche nach Vergebung. Erst als Jesus für die Sünden der Menschheit am Kreuz stirbt, keimt unter den Christen neue Hoffnung. Doch so sorglos wie im Garten Eden ist es auf der Erde nicht mehr geworden. Immer noch müssen sich die Menschen mit allen irdischen Unannehmlichkeiten herumschlagen. Der Teufel hat also sein Ziel erreicht und sich an der Schöpfung Gottes gerecht. Dieser Verführer hat es wirklich in sich. Tja, was ist Macht? Das fragen wir uns auf unserem Platz 3. Wir versuchen, uns kurz zu fassen. Macht, das ist Geld, Selbstbewusstsein oder auch Anhängerschaft. Alles, was uns Einfluss gegenüber anderen verschafft. Verfügt jemand über genügend Macht, kann er sich über seine Mitmenschen hinweg und seinen Willen durchsetzen. Das hört sich für einige Menschen natürlich sehr verführerisch an. Sogar so sehr, dass sie, um immer mehr Macht zu erlangen, bereit sind, Grenzen zu überschreiten. Schauen wir uns dafür mal eine historische Persönlichkeit an, die im Laufe ihres Lebens ganz schön viel Macht ausübt. Gaius Julius Caesar. Der berühmte Römer ist Politiker, Feldherr und sogar Diktator auf Lebenszeit. Caesar klettert nicht nur die Karriereleiter steil nach oben, sondern wird gleichzeitig auch immer mächtiger. Caesar ist Spross einer Patrizierfamilie. Er hätte sich sorgenfrei auf die faule Haut legen können. Aber der junge Caesar hat Ambitionen. Er will der mächtigste Mann im ganzen Römischen Reich werden. Seinen Weg an die Spitze beginnt er ganz klassisch mit dem Cursus Honorum der römischen Beamtenlaufbahn. Sein Ziel? Das höchste Amt im Staat. Caesar will Konsul werden. Als solcher kann er Gesetze auf den Weg bringen und genießt hohes Ansehen. Aber die Sache hat einen Haken. Im Römischen Reich gibt es immer zwei Konsuln gleichzeitig und auch nur für ein Jahr. Eine Vorsichtsmaßnahme, damit nicht eine Person zu mächtig wird. 59 vor Christus ist das Amt für Caesar greifbar. Doch dem geltungsbedürftigen Politiker ist es zu wenig. Er will mehr Macht. Schließlich wird er als Konsul nicht nur von seinen direkten Kollegen eingeschränkt, sondern muss auch die Wünsche des Senats respektieren. Daher geht er schon ein Jahr vor seiner Amtszeit als Konsul mit Pompeius Magnus und Marcus Crassus ein Bündnis ein. Die drei gründen das sogenannte erste Triumvirat. Zu dritt wollen sie am Senat vorbeiregieren. Heruntergebrochen verfügt Pompeius über die militärische Schlagkraft. Crassus hat als damals reichster Römer genügend Geld und Caesar bringt mit seinem Amt als Konsul politischen Einfluss mit.
Für kurze Zeit funktioniert dieses Bündnis. Aber Cäsar ist von der Macht vollkommen verführt. Sein neues Ziel? Allein regieren. Nachdem er sich seine Sporen als Feldherr auf dem Schlachtfeld verdient hat, steigert besonders sein Gallienfeldzug Cäsars Popularität. In den neu eroberten Provinzen kann er schalten und walten, wie er will. Cäsar ist jetzt nicht mehr nur Politiker, sondern auch ein angesehener Feldherr, der inzwischen ein beachtliches Vermögen angehäuft hat. Pompeius und Magnus haben endgültig ausgedient. Der Senat und Pompeius fürchten Cäsars Ambitionen. Crassus ist in der Zwischenzeit verstorben und so nähert sich Pompeius dem Senat an, um die Republik zu schützen. Aus den ehemals Verbündeten, Cäsar und Pompeius, sind jetzt Gegner geworden. 49 vor Christus ist Cäsar auf dem Weg nach Rom, in Begleitung seiner besten Legion. Eine Straftat im Römischen Reich. Denn um Putschversuche zu verhindern, dürfen Feldherren nur ohne Soldaten nach Rom kommen. Als Cäsar am Rubikon steht, gibt sich Pompeius noch siegessicher. Er geht davon aus, dass Cäsar den Schritt über den Rubikon nicht wagt. Aber Cäsar setzt alles auf eine Karte und handelt schnell. Samt Legion marschiert er in Rom ein. Was folgt, ist ein Bürgerkrieg, den Cäsar für sich entscheidet. Die Republik bleibt zwar erhalten, aber de facto ist Cäsar Alleinherrscher. Von vielen Römern gefeiert und verehrt, macht er sich wegen seiner Skrupellosigkeit aber auch Feinde. Eine Person mit zu viel Macht, das kann nicht gut gehen. Das denken auch die Mörder Cäsars, die ihn aus Liebe zur Republik erstechen. Was durch Cäsars Lebensweg deutlich wird, ist, dass Macht immer ein Mehr von etwas ist. Mehr Geld, mehr Einfluss, mehr Gewalt, mehr Ressourcen. Für denjenigen, der über dieses Mehr bestimmen kann, erschließen sich plötzlich ungeahnte Möglichkeiten. Der Gedanke, sich über alles und jeden hinwegsetzen zu können, weil man mächtig genug ist, ist wirklich verführerisch. Aber auch gefährlich. Wenn Macht nicht reguliert wird, sind die Machtlosen ihr hilflos ausgesetzt. Wozu das führen kann, haben wir gerade gesehen. Daher nicht vergessen, aus großer Macht folgt auch große Verantwortung. Ein Film über die größten Verführer ohne den größten Verführer aller Zeiten? Das kann nicht sein. Deshalb völlig zu Recht auf Platz 1, Giacomo Casanova. Der Venezianer ist schon zu Lebzeiten eine Legende. Als Profiliebhaber hat er es mit Charme und Potenz beim anderen Geschlecht weit gebracht. Auf dem Pfad der Verführung landet der junge Giacomo allerdings erst auf dem zweiten Bildungsweg. Zunächst wird er aus Liebe zu seiner Großmutter Priester. Lange kann Casanova dem Ruf Gottes aber nicht folgen. Nach einem ausgiebigen Zweitstudium der weiblichen Schönheit wird der Schürzenjäger angeschwärzt, Unzucht begangen zu haben. Er muss aus Venedig fliehen. Schmähungen gegen die heilige Religion, lautet der Vorwurf. Doch der Lebemann findet sich schnell zurecht. Dank seiner umfassenden Bildung, seines Charmes und seines Sinnes für Humor ist er ein gern gesehener Gast auf Festen in ganz Europa. Und die bescheren ihm oft nächtliche Abenteuer. In Frankreich gelingt ihm seine vermutlich abenteuerlichste Verführung. Giacomo gibt sich als Alchemist und Okkultist aus.
Denn die Marquise d'Urfé ist nicht nur unfassbar reich, ihr Herz schlägt auch für okkulte Dinge. Casanova ist nicht der Einzige, der um ihre Gunst wirbt. Kontrahenten versprechen ihr den Stein der Weisen oder einen Blick in die Zukunft. Casanova weiß, dass er alle Tricks der Verführungskunst nutzen muss, um an das Vermögen der älteren Dame zu kommen. Madame d'Urfé hegt schon länger den Wunsch, als Mann wiedergeboren zu werden. Dabei will Giacomo helfen. Er schlägt ihr ein Ritual vor. Sie müsse 3-mal mit ihm schlafen. Danach wird sie einen Jungen gebären, in dem ihre Seele weiterlebt. Eine junge Frau muss währenddessen als eine Art Medium anwesend sein. Madame d'Urfé wird natürlich nicht schwanger. Genauso wenig wie die junge Frau ein Medium ist. In London lernt der Meister der Verführung sich selbst in weiblich kennen. Ihr Name? Marianne Charpillon. Casanova ist ihr direkt verfallen. Doch wie er ist Marianne eine geschickte Verführerin. Sie lässt sich von Casanova beschenken und finanziell aushalten, aber hält ihn sonst auf Abstand. Das treibt ihn zur Weißglut. Casanova wird gewalttätig. Eine Tat, die er sein Leben lang bereuen wird. Denn eigentlich will er nie herrisch über Frauen gebieten. Einvernehmlich und mit der hohen Kunst der Verführung will ich bei meinen Partnerinnen stets eine stürmische Leidenschaft entfachen. Seinen Lebensabend verbringt der Gigolo dennoch allein. Dabei sucht er Trost im Schreiben seiner Memoiren. Darin hält er nicht nur seine unzähligen Liebschaften fest, sondern hinterlässt der Nachwelt auch ein beeindruckendes Bild seiner Zeit. Vermutlich hat im 18. Jahrhundert niemand so viel erlebt wie der größte Verführer aller Zeiten. Wir lassen Sie jedenfalls an dieser Stelle vorerst vom Haken. Schließlich schalten Sie in Zukunft wieder ein. Die glorreichen 10 sind einfach zu verführerisch.